Kennst du das auch? Du weißt, dass das Üben für die Schule wichtig ist. Aber du bekommst dein Kind einfach nicht dazu. Und zwingen möchtest du dein Kind auch nicht. Das muss doch irgendwie anders gehen. Und wie das geht, das zeige ich dir hier in diesem Video. Hallo! Mein Name ist Diana Wegel. Ich bin Lehrerin, Autorin und Gründerin vom virtuellen Klassenzimmer, der Lernplattform für Eltern, damit sie ihr Kind zu Hause beim Lernen unterstützen können. Doch wie nun das Kind dahin bringen? Du möchtest, dass dein Kind auch zu Hause für die Schule übt und das nicht nur, indem es die Hausaufgaben macht, sondern dass es auch andere Übungen macht, damit es die Unterrichtsinhalte auch richtig festigt. Weißt du, als meine Tochter in die Schule kam, war ich doch zum Anfang ziemlich frustriert. Für mich war es erstmal sehr, sehr schwierig, meine Tochter in eine andere Lehrerhand zu geben und da irgendwie ein bisschen vertrauensvoll drauf zu schauen, was passiert. Und gleichzeitig wusste ich, ich hatte alles zu Hause. Ich wusste, wie ein Kind wie ein Kind lesen, schreiben und rechnen lernt. Und ich wollte diese Inhalte so systematisch, wie ich es den Eltern in meinem virtuellen Klassenzimmer zeige, das wollte ich natürlich auch, dass das meine Tochter genau so miterlebt, damit sie da einfach ein solides Fundament hat. Denn in den ersten Schuljahren wird das Wichtigste, die wichtigste Grundlage gelegt. Wenn das wirklich sicher vorhanden ist, ohne die einzelnen Wissenslücken, dann weiß ich einfach, kann man in den nächsten Schuljahren darauf aufbauen. Aber meine Tochter, die wollte nicht. Sie hatte keine Lust, das zu machen. Sie war K.O. von der Schule und das führte dazu, dass ich ständig sie fragen musste oder teilweise auch überreden musste. Guck mal, wollen wir nicht noch ein bisschen hier das Schreiben üben? Wollen wir nicht noch hier ein bisschen das Rechnen üben? Und sie dann so, ach nein, ich will lieber spielen, ich will lieber das machen. Und das hat mich ziemlich frustriert. Ich wusste genau, alleine das Lernen in der Schule plus die Hausaufgaben, die dann zu Hause oder im Hort bei uns gemacht werden, das alleine reicht nicht aus. Nehmen wir zum Beispiel das Lesen. Da wird es, glaube ich, am deutlichsten. Schau mal, wenn eine Klasse bis zu 26 Kinder hat und es geht darum, Lesen zu üben, das kann einfach nicht funktionieren. Weil wie soll das Kind beweisen, dass es laut liest? Wenn das alle Kinder in der Klasse einmal gemacht haben und nur 5 Minuten lesen, da sind schon mehrere Unterrichtsstunden um. So funktioniert es nicht. Das Lesen muss einfach auch zu Hause geübt werden. Und genauso ist es beim automatisierten Rechnen und aber auch beim Schreibprozess. Die Zeiten in der Schule da alleine reichen nicht aus. Ich wusste, ich habe das perfekte Material zu Hause. Aber meine Tochter, sie hatte keine Lust dazu. Das fühlte sich irgendwie immer so ein bisschen an, als wenn man im Sommer bei irgendeiner Kaffeefahrt Wolldecken verkaufen möchte. Irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Meine Tochter hatte ständig irgendetwas anderes zu tun oder jetzt irgendwie gerade keine Lust dazu, weil sie in etwas anderes vertieft war. Ich habe sie dann doch angespornt und sie überredet, das zu machen und glücklicherweise hat sie das schon bereitwillig getan, aber so richtig gut hat sich das nicht angefühlt. Und ich habe mir gedacht, das muss doch auch irgendwie anders funktionieren. Denn ich wollte eben nicht, dass meine Tochter das Lernen immer mit etwas Negativem verbindet, wofür sie etwas Schönes, was sie gerade gemacht hat, unterbrechen musste. Also irgendwann stand ich an dem Punkt, wo ich die Wahl hatte, entweder das Üben hartnäckig von meiner Tochter einzufordern oder es ganz sein zu lassen. Aber beides fühlte sich für mich überhaupt nicht gut an. Und da habe ich mir gedacht, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Und das war für uns zu Hause die Geburtsstunde des Ticketsystems. Ich stelle dir gleich vor, wie das Ticketsystem bei uns zu Hause funktioniert. Und es gibt mittlerweile so, so viele Eltern, die in meinem virtuellen Klassenzimmer sind und das Ticketsystem jetzt auch zu Hause anwenden. Man kann es immer ein kleines bisschen jeweils auf eure Situation zu Hause anpassen. Aber für die Eltern und für uns auch zu Hause hat es eine enorme Verwandlung gebracht, dass nicht mehr ich der Antreiber bin, sondern dass meine Tochter von sich aus mit dem Üben beginnt oder fragt, wann können wir denn jetzt dies oder jenes machen. Machen wir einen kleinen Schwenker. Weißt du, bei uns Erwachsenen ist es ganz häufig so, wir gehen arbeiten und am Ende des Monats oder wann auch immer bekommen wir dafür einen Gehaltscheck.
Das ist sozusagen unsere Belohnung. Wir müssen eine Arbeit erbringen und bekommen dafür eine Bezahlung, eine Belohnung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir dein Kind auch bezahlen sollten, dass du dein Kind bezahlen sollst, damit es irgendeine bestimmte Handlung vollzieht. Aber auch dein Kind ist in der Lage, etwas Bestimmtes zu erbringen, um dafür eine Belohnung zu erhalten. Und dieses Ticketsystem beruht genau darauf. Das Schöne dabei, es macht sogar noch Spaß. Denn wenn du die richtigen Übungen hast, dann wird dein Kind sehr schnell merken, okay, das ist ja gar nicht anstrengend, okay, das geht ja super schnell vorbei. Also es geht nicht darum, dein Kind dazu zu nötigen, irgendwelche Arbeitsblätter abzuarbeiten oder Arbeitshefte, wo du dachtest, ach, die könnten doch ganz gut sein, die werde ich mal mein Kind bearbeiten lassen. Beim Ticketsystem geht es um spielerische Übungen, die meist mündlich gemacht werden. Bei meiner Tochter ist es so, sie liebt es zum Beispiel auf der Switch Minecraft zu spielen oder sie schaut sich gerne bei YouTube Kids so kleine Videos an. Das mag sie unheimlich gern. Um das machen zu können, das ist für mich in Ordnung, dass sie das möchte, muss sie sich das verdienen. Wie verdient sie das? Indem sie die Tickets dafür erwirbt. Hinter jedem Ticket verbirgt sich eine spezielle Übung, ein Meilenstein, ein Thema, bei dem sie wirklich gerade von ihrer Lernentwicklung her steht. Ja, es gibt einen Lernweg, vielleicht nur kurz als Exkurs, falls du das noch nicht weißt. Insgesamt sind es, glaube ich, 54 Meilensteine, wie dein Kind lesen, schreiben und rechnen lernt. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, dass dein Kind Meilenstein für Meilenstein abläuft. Und so gibt es immer genau ein Thema und wirklich nur ein Thema. Wir machen nicht mal heute das und morgen mal das und übermorgen mal das, sondern es gibt genau ein Thema, das bearbeitet dein Kind so lange, bis es das wirklich verinnerlicht hat. Und da ist eben das Schöne, das ist weder zu leicht für dein Kind noch zu schwer für dein Kind. Das heißt, die Motivation, das wirklich zu bearbeiten, ist unheimlich hoch. Und so habe ich das auch mit meiner Tochter gemacht. Es gab immer genau eine Übung fürs Lesen, eine Übung fürs Schreiben und eine Übung fürs Rechnen. Und diese drei Tickets, die muss sie absolvieren, damit sie dafür dann ihre Tickets hat, um die entsprechend für ihre Switch-Zeit einzulösen oder aber auch, wenn sie etwas auf dem Tablet bei den YouTube-Videos gucken möchte. Vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, es passt hier irgendwie dieses Sprichwort, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Als wir das eingeführt haben, musste ich meine Tochter noch ab und zu daran erinnern, schau mal, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit, möchtest du die Tickets machen oder möchtest du es heute nicht? Dann war eben auch klar, okay, sie konnte heute nichts mehr gucken oder nichts mehr spielen, was auch total in Ordnung war. Da sie das aber unheimlich gerne gemacht hat, war sie auch bereitwillig, die Tickets zu machen. Zum Anfang brauchte sie dann noch die kleine Gedankenstütze. Mittlerweile ist es aber so, dass sie ganz selbstständig sich das Material nimmt. Und das ist auch häufig Material, was sie einfach alleine machen kann. Und dann fängt sie an, ihre einzelnen Tickets sich zu erarbeiten, um dann später, bei uns ist es immer erst nach der Abendbrotzeit, dass sie da noch etwas gucken darf. Eine klitzekleine Veränderung, die bei uns enorme Entspannung in den Alltag zu Hause gebracht hat und die mich beruhigt hat, weil ich genau wusste, okay, mein Kind macht jetzt diese zusätzlichen Übungen und sie weiß, und das ist ein bisschen so, als wenn du arbeiten gehst, du bekommst deine Bezahlung dafür, aber es macht dir auch noch Spaß. Ja, das ist der beste Fall, der eintreffen kann. Und diese Übungen, die sind eben nicht anstrengend, sondern sie muss sich bewusst Zeit dafür nehmen. Und da zeige ich den Eltern in meinem virtuellen Klassenzimmer auch immer die kleinen Raffinessen noch dabei, damit es einfach auch wirklich Spaß macht. Also, dass man nicht sagt, ach, guck mal, hast du das falsch gemacht und da ist ja das, was hast du denn hier gemacht, um Gottes Willen. Dass man das positiv betrachtet, dass man, wenn dein Kind zum Beispiel, wenn es darum geht, schön zu schreiben, dass man eben guckt, okay, nicht da und da ist es nicht schön geschrieben, sondern ach, guck mal, der und der Buchstabe, er ist ja besonders gut gelungen, dass man das Positive eben hervorhebt und das merkt dein Kind und dann sieht es auf dem Lernweg, dass es wieder ein Meilenstein und wieder ein Meilenstein geschafft hat und dass es da aus eigener Anstrengung heraus immer besser, immer sicherer wird und das gibt dem Kind einfach ein tolles Gefühl und es wird eine solide Basis gelegt, wie dein Kind eben lesen, schreiben und rechnen lernt und in weiteren Schuljahren kann es dann auf diesem soliden Fundament aufbauen.
Wenn du auch so ein bisschen bist wie ich oder wie die Eltern in meinem virtuellen Klassenzimmer und da den roten Faden suchst und da das dir wirklich wichtig ist, dass dein Kind die Übungen macht, die wirklich dem aktuellen Lernstand entsprechen und die spielerisch häufig mündlich sind, dann lade ich dich sehr gerne ein. Komm mit ins virtuelle Klassenzimmer, probiere es aus und schau, ob es für dich und dein Kind das Richtige ist und sieh, wie das Lernen damit zu Hause für euch leichter werden kann.